Einen Tag nach Beginn des aserbaidschanischen Militäreinsatzes in der Konfliktregion Bergkarabach ist eine Feuerpause vereinbart worden. Der Waffenstillstand sei durch in dem Gebiet stationierte russische Soldaten vermittelt worden und gelte seit 13 Uhr Ortszeit, meldete die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur Azatak unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Baku. Die Feuerpause wurde auch von der armenischen Nachrichtenagentur Armen Press bestätigt. Seit dem Ende des zweiten Bergkarabach-Krieges 2020 ist ein 2000 Mann starkes russisches Friedenskontingent in der Region stationiert. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, russische Soldaten blieben vor Ort und leisteten unter anderem weiter humanitäre Hilfe. Die Region liegt zwar auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan hatte am Dienstag eine groß angelegte Offensive zur Eroberung Bergkarabachs gestartet. Dabei wurden mindestens 32 Menschen getötet und 200 verletzt. Tausende Demonstranten hatten am Dienstagabend vor dem armenischen Parlament in Erevan den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinyan gefordert und ihm Verrat an den Armeniern in Bergkarabach vorgeworfen.